Na gut, dann lass uns jetzt loslegen. Jetzt wird's ernst und das wird ziemlich schwierig, das weiß ich noch. Das war ein bisschen frustrierend, als ich das gemacht habe, das große Finale dann davon, von der Mission. Aber schauen wir es uns einfach an, ich will gar nichts verraten dazu. Idi, sage ich schon, Tali ist automatisch dabei, okay, das ist gut. Ich glaube, ich nehme noch Garrus mit als zweiten. Oder? Ja, komm. Wieder das Team, warum nicht? Und dann sollten wir eigentlich direkt loslegen können. Genau, an Punkten ist nichts Neues dazugekommen. Oder so gut wie nichts, sagen wir mal. Okay, los geht's. Jetzt wird's ernst. Der Synthlaser benötigt Sichtkontakt. Was ist der schnellste Weg? Oberer Eingang, Basis anvisieren, bevor die Geth Widerstand organisieren können. Was ist mit Ihnen? Verteidigungssysteme werden deaktiviert und ein Fluchtfahrzeug organisiert. So was können Sie? Diese Einheit enthält immer noch Reste des Upgrade-Codes der alten Maschinen. Sicherheitssysteme der Geth sind kein Problem für uns. Sie sind besorgt. Naja, man muss sich schon insofern Sorgen machen, wenn noch Reaper-Codes in dir drin sind, ob das denn gut geht auf Dauer. Ich meine, momentan haben wir ja eigentlich nichts zu befürchten. Legion hat sogar der Tatsache standgehalten, dass er als Signalverstärker für das Reaper-Signal gedient hat. Also, er war ja selbst dann noch auf unserer Seite. Von daher vertraue ich ihm da schon. Es ist trotzdem ein klein wenig beunruhigend. Er sollte es vielleicht mal irgendwie umschreiben, das Ganze. Das wäre sehr schön. Sie kennen Ihre Grenzen. Ich vertraue Ihnen. Mich besorgt eher, dass Sie mir nichts von den Upgrades erzählt haben. Sie haben unsere Wiederherstellung von Geth-Intelligenzen aus dem Server toleriert, aber das hier ist etwas anderes, etwas Persönliches. Sie haben sich geschämt. Scham ist eine emotionale oder kognitive Reaktion auf gesellschaftliche Werturteile. Sie spielt hier keine Rolle. Ich bin auf Ihrer Seite, Legion. Ich will Ihrem Volk helfen. Wir hatten nicht die Absicht, Sie zu beleidigen. Die Geth sind doch besser als das. Nein, auf Basis empirischer Beweise sind sie das nicht. Ja. Etwas Persönliches bei Geth? Zum oberen Eingang. Wir steigen hier aus und organisieren ein Fluchtfahrzeug. Klar. Legion, viel Glück. Bestätigt. Ich kann es kaum glauben. Ich fasse es nicht. Die Heimatwelt. Meine Welt. Sehen Sie den Himmel? Und die Felsformationen? Darüber wurden früher Gedichte geschrieben. Wenn wir fertig sind, können Sie vielleicht ein neues verfassen. Das ist Dranoch, die Welt unserer Vorfahren. Unsere Körper trugen die Saat, die das Wüstengras verbreitete. Haben Sie mich schon mal Kila Selai sagen hören? Übersetzt heißt das ungefähr bei der Heimatwelt, die ich eines Tages wiederzusehen hoffe. Vielleicht schon heute. Das Wohnzimmerfenster kommt genau hierher. Sollte ich was wissen? Ich habe soeben das Land für mich beansprucht. Ich weiß, das bedeutet nicht viel, aber wenn das alles vorbei ist, dann habe ich ein Zuhause. Die Quarianer haben Jahrhunderte als Nomaden gelebt. Glauben Sie, sie können einfach so wieder sesshaft werden? Wir haben uns daran gewöhnt, unser Zuhause immer bei uns zu haben. Nun, immerhin ein Anfang. Aber erst müssen wir drum kämpfen. Okay, und genau das tun wir jetzt auch. Es hilft ja nichts, wir können noch so romantisch herumpalabern. Am Ende zählt nur, wer den Kampf gewinnt hier. So, und vielleicht können wir die Geth ja irgendwie noch auf unsere Seite ziehen. Wer weiß. Wenn das bei den anderen geklappt hat, mit dem Reaper-Code-Fragmenten umschreiben, warum nicht auch bei denen? Die Geth-Sturmtürme beeinträchtigen ihr Signal, Commander. Ich gleiche das aus, damit sie weiter Funkkontakt haben. Wir brauchen eben nur eine Chance, sie umzuschreiben.
Gut, wir wüten mal wieder ein bisschen mit Faustkampf rum hier. Okay. Das läuft doch. So. Ich bin aber auch mittendrin hier gerade, ne? Gut, noch einer weg. Ich habe sogar mal wieder Deckung verrückt. Wo ist der? Hier ist er. Okay, ich glaube, wir haben jetzt erstmal Ruhe. Shepard Commander, Sie müssen zur oberen Ebene gelangen, bevor Geth-Einheiten ihre Stellungen verstärken können. Wir sind unterwegs. Ihr Admiral Garrel, der Weg der schweren Flotte ist frei. Alle vorwärts. Präsenz der Geth-Jäger vernachlässigbar. Patrouillenflotte, Deckung verlassen und angreifen. Okay. Die nutzen die Chance also, um einen Großangriff zu starten. Das ist ja toll. Das kann ja nur super werden. Schauen wir mal, wie das endet. Okay, aber erstmal müssen wir ein bisschen klettern. Oh ja, da sind sie schon wieder. Hallo, mein Kleiner. Sehr sympathisches Empfangskommando. Geh mal gleich zum Raketenschützen hier mit dem Frontalangriff. Das hilft vielleicht. Okay. Gut, gut, gut. Die werden weg. Komm, halt die Klappe. Okay, ich glaube, wir müssen hier weiter. Ja, damit. Oder? Tali, wie sieht's aus? Okay, ich kann auch gleich abkürzen. Das ist natürlich praktisch. Ich weiß nicht, wie die anderen jetzt nachkommen, aber... Achso, die nehmen einfach die Leiter. Das ist natürlich auch eine Idee. Kommen wir hier durch? Nicht so wirklich, ne? Irgendwie drüber? Oder was soll ich denn... Wie komme ich denn jetzt weiter hier? Ich meine, du kannst dich doch bestimmt quetschen, oder? Na gut. Klettern wir halt mal hier über den längeren Weg drüber. Okay, das funktioniert. Gut. Klappe halten, liegen bleiben. Achso, das ist Garrus. Das ist nicht Garrus. Ich hätte Garrus vielleicht irgendeine andere Rüstung anziehen sollen, die nicht so Geth-mäßig aussieht. Das hätte, glaube ich, helfen können. Es ist immer schön, wenn man diesen Frontalangriff macht und die Raketen schon auf einen zufliegen dabei. Komm. Lass mal schön stecken, die Raketen, ha? Gut, immer noch einer. Mensch. Sie haben einen Raketenschützen auf uns setzen, ist Wahnsinn. Ja, ja, ich bin schon dabei. So, von mir aus kann es losgehen. Seid ihr auch da? Hallo, Leute? Wir können von mir aus. Aber ich kann nichts machen mit der Tür. Naja, kümmern wir uns erstmal um die Leute, die von da kommen. Es sei denn, ihr wollt dann mal mit mir mitkommen. Geht aber immer noch nicht. Vielleicht jetzt, wenn ihr auch mit drin seid? Nee. Seltsam. Wenn mir jemand sagen könnte, was ich jetzt noch machen muss. Seltsam, seltsam. Gibt's da noch Gegner, die ich vielleicht vorher platt machen muss? Sieht eigentlich nicht so aus, ne? Ich glaube, das sind bloß so einzelne Verstärkungseinheiten, die dann immer wieder kommen. Probieren wir es einfach nochmal. Ah, schon besser. Shepard Commander, feindliche Geth fahren einen Schild über der Basis hoch. So, die Tech nehmen wir gern mit. 10.000 Credits. Nett, sympathisch. Okay. Der Schild, das sollten wir wahrscheinlich verhindern. Ich weiß nicht, ob das unserem Plan jetzt sehr stark stört, wenn der Schild hochgefahren wird, aber... So viel Zeit haben wir nicht. Wir haben oben auf den Geth-Verteidigungsanlagen eine Steuerung entdeckt, die den Schild deaktivieren kann.
Okay. Da haben wir unsere Antwort. So, das nehmen wir gerne noch mit. Hallo, meine Kleinen. Ich sehe gar nichts. Ach, hier ist er. Ich habe ihn gerade schon gesucht. Ist er einfach hinter mich gehüpft, die Sau. Na gut. Gehen wir einfach mal hier rein. Und stehen mittendrin mal wieder. Okay, die hätten wir. So, der bleibt jetzt auch liegen. Gut. Größtenteils kleine Schützen bloß. Noch nichts Schlimmes weiter, aber ich nehme mal an, das wird sich wohl gleich ändern. Oh, hi. Nicht so nett, muss ich sagen. Oh, komm, der hätte ich doch treffen müssen. Linker Balkon? Der da drüben, oder wie? Ich sehe nicht so viel Kreuzfeuer von da. Ah, jetzt. Jetzt ist da welches. Okay, aber das kriegen wir hin. Lass mal Garrus ein bisschen überlasten. Hohohoho. Die hat's ganz schön zerlegt, da drüben. Shepard Commander, brauchen Sie Unterstützung? Wir schaffen das schon. Wie ist Ihr Status? Plasma-Schrotflinte. Okay. Kann ich bei Tali vielleicht die Schrotflinte reinschmeißen? Gut, der Graal-Dornenwerfer ist eigentlich schon gut, ne? Aber wir können ja zumindest mal schauen, wie sie denn aussieht. Schaden ist geringer, Gewicht ist höher, Präzision niedriger. Ne, es lohnt sich nicht. Dann bleiben wir wohl beim Graal-Dornenwerfer. Okay. Ist in Ordnung. Weitermachen, wir rücken zur Schildsteuerung vor. Ich weiß ja, dass Legion auf unserer Seite steht, aber Reaper Code? Nein, Legion ist auf unserer Seite. Ich hätte nie gedacht, dass ich Sie das mal sagen höre. Verrückt. Okay, gehen wir weiter. Ich muss auch sagen, ohne Legion wäre das ja alles ziemlich schwierig, ne, dieser Angriff auf Rannoch. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen würden, denn er ist eigentlich die einzige Informationsquelle, die wir haben. Viele Verteidiger sind auf Abfangkurs. Wir halten sie auf, Garrel. Okay. So, da drüben müssen wir hin, wie es aussieht. Nehmen wir nochmal den langen Weg außen rum. Okay. Alles klar. Du kannst erstmal schön verschwinden hier, mein Freund. So. Ich muss ja nicht immer mit dem Sturmangriff rein. Wir können sie auch mal so machen. So, ach komm. Das Ding ist doch zielsuchend eigentlich. So, machen wir halt gleich beide auf einmal. Ist mir auch recht. Okay, das läuft auch. Was ist das denn? Man weiß es nicht so genau. Okay, wo müssen wir denn jetzt genau hin? Drüben ist der Override, okay. Was ist das denn hier? Okay, wir schauen nochmal ganz kurz. Ansonsten ist ja nicht so viel, wie es scheint. Dann gehen wir einfach mal rüber. Würde ich vorschlagen, ne? Kommen da jetzt Gegner... Oh, kommen da jetzt Gegner raus, oder? Nee, okay. Na gut, dann lass mal den Override aktivieren. Legion, ich habe den Override betätigt. Wir haben Systemzugriff und umgehen die Sicherheitsmaßnahmen. Bereithalten. Überleben, eine nette Aufgabe. So was finde ich immer besonders schön. Überlebe. Kurz und prägnant. So wie es sein muss. Weiß nicht, ob es da jetzt die beste Idee ist, so reinzugehen, aber hey, ich mach's einfach mal. Oh, hahaha. Sympathisch. Gut. Weg mit dir. Meine Güte, Haufen Pyros und Raketenschützen, das ist ja Wahnsinn. Aber irgendwann sind sie dann doch alle weg. Es erschöpft sich dann doch. Was ist denn mit dir los? Relativ schnell. Wir haben die Sicherheitsmaßnahmen
Sicherheitsmaßnahmen umgangen. Aber die Schilddeaktivierung erfordert eine manuelle Eingabe. Wir haben eine Konsole in der Nähe ihrer Position aktiviert. Shepard Commander, Sie haben die Schildtüren erfolgreich geöffnet. Gut. Welche? Wir sind in einer Minute zurück. Negativ. Der Weg hinter Ihnen wurde abgeriegelt. Ein Fahrstuhl in der Nähe kann Sie zur oberen Ebene bringen. Von dort sollten Sie annehmbaren Sichtkontakt zur Zielerfassung haben. Okay, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Na, das ist ja sympathisch. Magst du vielleicht irgendwie Kampfdrohne, Energieentzug? Ja, den Energieentzug noch. So, dann kann ich auch mit meinem Blutrausch ein bisschen draufballern. Da hält die Kommandoeinheit schon gar nicht mehr so viel aus. Und da ist er auch schon... Na? Ist er auch schon weg, wollte ich sagen? Ja, dankeschön. Oh, was? Warte mal. Ist da noch jemand? Ach, du hier. Nix da. Was machst du denn da oben? Wir haben Ihnen den Navi-Punkt mit der neuen Zielposition geschickt. Okay, auf nach oben. Schauen wir uns den Spaß mal an. Admiral Rahn an alle Schiffe. Die Patrouillenflotte hat die Flanke der Geth durchbrochen. Erlaubnis zur Verfolgung. Okay, ich hätte gern die Spitfire. Geh doch mal in Deckung hier. Okay. Jetzt wird ein bisschen geschlachtet, würde ich sagen. Wow. Ja gut, so lange wie möglich draufgehalten. Ich glaube, Garrus darf den Rest machen, oder? Garrus? Einmal zerstören. What? Von der linken Seite. Das war ja tückisch. Ich dachte, die kommen bloß von vorn. Na gut, dann gleich nochmal den ganzen Spaß. Hat aber auch ewig gebraucht, bis er mal die Spitfire genommen hat, ne? Okay, vielleicht kann ich damit Garrus jetzt mal direkt eine Überlastung machen. Das wäre ganz cool. Das wollte ich eigentlich vorhin schon machen. Okay. Sind wir wieder an dem Punkt? Ich muss bloß schauen, dass keiner von der Seite kommt hier. Ansonsten müsste ich vielleicht mal, wenn... Nee, diesmal kommt keiner. Ansonsten hätte ich vielleicht mal einen Sturmangriff machen müssen. Na, das ist ja jetzt witzig. Wartet mal. Ich muss erstmal ganz kurz Garrus wiederbeleben. Ach du Scheiße. Wer hat sich das denn ausgedacht? Komm, weiter. Oh, ho, 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 ho. Shit. Ich geh mal hier rum. Ach du Schande. Ich habe das gar nicht so schlimm in Erinnerung. So, vielleicht erstmal den hier. Garrus, kannst du den vernichten? Oder ist noch nicht hinüber? Okay, den hätten wir. Na, nicht doch so. Okay, dann müssen wir vielleicht mal Garrus wiederbeleben. Ich brauche Garrus durch die Überlastung hier jetzt gerade mal. Okay, kriegt er das hin? Oh ja, ich gehe dann mal. Bis zum nächsten Mal. So, aber jetzt sollte es doch funktionieren, oder? Drauf! Und... Vernichtung! Wunderbar. Puh. Wir können keine Gäste mehr in ihrer unmittelbaren Umgebung orten. Verstärkung kommt erst in einigen Minuten. Na, das war ja heftig. Das diese war ja übel gerade. Jahrhunderte, dass ich jetzt ihr Ende sehe. Wir werden es schaffen. Okay, tun wir unseren Dienst und senden das Signal. Das ist eine Aussicht. Die Waffensysteme der Normandie sind bereit, ihr Ziel zu erfassen. Ich empfehle Rückzug in sichere Entfernung. Gut, worauf muss ich schießen? Die Basis anvisieren. Das ist nicht das da unten, oder? Davon? Nein. Oder?
Ah, doch, das ist direkt vor uns.